Moin Moin zu Geekshow, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Moin. Erik, wie geht's dir? Ja du, mir geht's gut. Ich bin zu Hause. Mir geht's gut. Es ist die Sonne, ist naja, so ein bisschen da. Aber alles schick. Und wie geht's dir? Es ist noch nicht so ein richtiger Mai, ne? So ziemlich kalt. Nächste Woche soll es irgendwie, habe ich gelesen, jetzt auch die 30-Grad-Hürde brechen. Da bin ich immer sehr gespannt. Das kann ich ja immer so gesundheitlich ganz gut ab, ne? Wenn es so von saukalt auf sauwarm geht, das ist, sagt mein Körper immer, hey Alex, klasse, finde ich gut. Ich werde mal kurz krank. Das kenne ich, das Ja. kenne ich. Sehr schön. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, oder? Wir brauchen was, was uns Temperaturdaten erfasst und wir auswerten können, oder? Wie ist das? Ja. Und da wir das selbst nicht können, haben wir uns jemanden eingeladen. Marcel, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hi. Ja, erstmal danke, dass ich heute bei euch sein darf, so fernremotlich. Ja, Marcel, mein Name. Bin ein Kollege von dir, Alex, wie du weißt. Arbeiten im selben Unternehmen. Bin seit letztem Jahr MVP für Azure und mit dem oder dadurch auch etwas unterwegs mit verschiedenen Themen und freue mich, dass ich heute mit eins meiner Lieblingsthemen bei euch sein kann, mit dem Thema OMS Log Analytics. Genau, wir haben dich gesehen auf einem Vortrag im Rahmen vom Azure Global Bootcamp. Da hast du, glaube ich, in Lingen, ne, oder? Ja, im schönen Lingen bin ich gewesen. Den Vortrag zugemacht, also bei dem Bootcamp, das da stattgefunden hat. Und da dachten wir uns, da der Vortrag und eben dieses Thema so spannend ist, wollen wir uns das doch auch nochmal für Geekshow zeigen lassen und freuen uns natürlich auch, dass du das für uns nochmal wiederverwenden kannst und uns also die Zeit dafür hast, uns das auch vorzustellen. Ja, wie du sagtest, habe ich das schon mal gehalten, diesen Vortrag. Und freue mich, dass ich ihn hier wiederholen kann. Also Fokus ist die Operations Management Suite, OMS, und da der Fokus auf Log Analytics. Für mich der Big Data Container oder einer der Big Data Container, die Microsoft in Azure bereitstellen, die ich selber nutzen kann und der auch sehr einfach zu nutzen ist als Dienst, als Service, ohne dass ich mich um Infrastrukturthemen kümmern muss. Zu mir, hat man gerade schon gehabt, gehe ich drüber weg und würde kurz was über OMS zu sagen, weil das Thema Log Analytics kann man nicht losgelöst von OMS, was für die Operations Management Suite steht, beschreiben. Also der eigentliche Dienst, den Microsoft bereitstellt, ist OMS, die Operations Management Suite, und das ist ein Monitoring-System basierend auf die Azure Cloud. Und ich kann damit verschiedensten Sachen monitoren. Man sieht hier auch ein paar Bildchen, da habe ich es mal so plakativ versucht darzustellen. Ich kann Windows-Ressourcen monitoren, also Serversysteme auf Serverebene. Ich kann Linux-Systeme monitoren, Switche etc. Und habe die Überwachung hier sichtbar. Man sieht es auch oben in der URL als ein Cloud-Dashboard oder ein Dashboard in der Cloud, was entsprechend auch noch mit Drill-Downs funktioniert. Kann also auf jede Kachel klicken und sehe dann weitergehende Daten. Das Besondere daran ist, dass ich dafür nicht einen System Center Operations Management Server brauche, sondern das einen eigenen Agent mitbringt. Den installiere ich auf die Maschinen, die überwacht werden sollen oder die andere Applikationen oder Systeme überwachen sollen. Und dann läuft das Ganze schon. Ich brauche keinen SQL-Server, nichts in der Mitte, sondern die Systeme sprechen direkt oder über einen Proxy mit dem Dienst in Azure und stellen mir dann halt die Daten dar. Und Wie dieses gesagt, Dashboard wäre dann auch für einen IT-Admin gut oder wie könnte man sich das vorstellen? Das ist dann quasi, also wenn jetzt ein Kunde das einsetzen würde oder ein Unternehmen das einsetzen würde, dann könnte man da eben sehr agil die Anzeigen auch zur Verfügung stellen oder ist es jetzt, was du da zeigst, relativ statisch und wird nur mit Leben befüllt? nee, das, also die Kacheln, die du da siehst, die sind dynamisch, die werden halt mit den Daten oder die Daten werden dort visualisiert, wie sie eben ankommen. Das kann ein Admin benutzen, da kann ein Admin auch andere Kollegen mit einladen, drauf zu schauen, weil ich ja hier nicht nur zwangsweise auf IT-spezifische Daten schauen muss oder kann, sondern kann ja auch andere Daten hinzufügen. Sehen wir nachher nochmal, vielleicht für andere Zwecke, die jetzt nicht unbedingt IT-Infrastruktur oder IT Prozesse abbildet. Aber du hast auch angesprochen, ich glaube, es kommt auch später nicht mehr, deswegen jetzt die Frage, man könnte das auch mit dem SCOM, also mit System Center Operations Manager betreiben. Also müsste dann nicht einen eigenen Agent nochmal dafür ausbringen. Exakt. Es geht unabhängig.
Man kann es aber auch direkt mit SCOM verbinden, wenn man es nämlich schon hat, System Center Operations Manager im Unternehmen, dann ist das sehr schnell konfiguriert, dann dienen die SCOM Agent als Datenquelle auch für dieses Dashboard. Dann ist es natürlich noch besser auszurollen, ist aber keine Pflicht, was es dann auch nochmal interessant macht für kleinere Unternehmen, die kein System Center ausgerollt haben. Und werden die Daten dann auch nochmal zusätzlich, also wenn ich jetzt Operations Manager im Einsatz habe, werden die Daten dann auch nochmal zusätzlich in der Cloud gespeichert oder? Ja, die Daten, die wir hier sehen, die sind alle in der Cloud gespeichert und zwar in meinen eigenen persönlichen Workspace, auf den dann auch nur ich Zugriff habe. Und daraus ergibt sich dann die Visualisierung. Und ich glaube, da ergibt sich schon direkt die nächste Frage. Dein eigener persönlicher Workspace, aber wo ist denn der? Ich glaube, das würde auch jeden interessieren. Ist das jetzt ein europäischer Standort oder ist das ein amerikanischer Standort oder kann ich mir das aussuchen? Du kannst es dir aussuchen. Du schaust jetzt auf einen Standort, also wenn du hoch gehst auf den Berg, dann siehst du vielleicht Westeuropa, Amsterdam. Das ist der Standort jetzt der Daten, die wir hier sehen. OMS Log Analytics ist nicht an jedem Standort verfügbar, aber an einigen. Ich sag mal so eine Handvoll. Vielleicht sehen wir es gleich auch noch. Also es gibt es in Westeuropa, es gibt aber beispielsweise, mein letzter Stand, das ändert sich ja oft, noch nicht in Nordeuropa und auch noch nicht in der deutschen Azure Cloud. Aber ist natürlich wahlfrei. Kann OMS, das ja auch den, also dass die Log Analytics nur ein Teil ist, nicht komplett ohne die anderen Elemente betrachten oder die anderen Bereiche betrachten. Was dazu gehört, wenn man von OMS spricht, ist auch das Thema Automation and Control, also alles rund um die Automatisierung. Protection and Disaster Recovery ist Backup oder Replikation von virtuellen Maschinen von einem Standort zum anderen oder in die Cloud. Und Security und Compliance, wobei das eher ein Themenfeld ist, was sich über alle Bereiche zieht. Das Ganze dient ja dazu, um compliant zu sein. Also Backup, Sicherheit, Automatisierung. Ich gehe mal kurz in die Bereiche rein, ohne es jetzt zu lang zu machen oder zu ausführlich. Automation und Control sind zwei Themen oder zwei Technologien, die da eine Rolle spielen, nämlich Azure Automation. Da habe ich fertige Runbooks, die ich mir beziehen kann aus einer Art Store oder auch selber erstellen kann. Die übernehmen dann so Standard-Tasks, administrative Tasks in meiner Infrastruktur. Und das Schöne ist, die Infrastruktur, man sieht es in der rechten Hälfte, kann natürlich in Azure sein. Sie kann aber auch mit einem Connector, den Hybrid Runbook Worker, auch Automatisierungsaufgaben in meinem lokalen Rechenzentrum übernehmen. Das heißt, ich vereine da mit dieser Technologie die Automatisierung on-premises als auch in Azure. Der zweite Teil, die zweite Technologie ist DSC, diese Teil hat State Configuration, also das Herstellen von Konfigurationsstatis in Azure oder on-premise basierend auf einer Vorgabe und das System selber sorgt dafür, dass die Vorgabe eingehalten wird. Du kannst zum Beispiel definieren, wo welche Dateien sein sollen, Registrierungseinträge, am Beispiel jetzt von virtuellen Maschinen. Und DSC sorgt dann dafür, dass dem so ist, wie ich es definiert habe. Backup? Backup ist ja super. Backup ist ja basiert ja logischerweise auf Storage und Storage ist damit das günstigste, was man eben ja bekommen kann in der Cloud. Ich selber habe jetzt hier das Notebook, wo ich vorsitze, ist auch in einem Azure Backup mit drin. Passiert jeden Tag um 12 Uhr, macht die Delta-Änderungen, werden repliziert in die Cloud. Und habe hier ein recht günstiges Backup für mein Notebook, aber eben nicht nur für mein Notebook. Ich kann auch komplette virtuelle Maschinen in Azure backuppen, sichern. Und mit den Lösungen DPM aus der System Center Suite, Data Protection Manager, habe ich auch die Möglichkeiten auf Anwendungsebene, SQL Server, SharePoint, Daten zu sichern und konsistent in meinem Cloud-Speicher abzulegen. Wenn ich jetzt kein System Center habe, dann habe ich, also damit auch kein DPM, dann habe ich die Möglichkeit mit dem Azure Backup Server, das ist eine Software, eine Windows-Software, Ähnliches zu tun in einem kleineren Rahmen, also auch konkrete Applikationen zu sichern. Gerne als Beispiel SQL Server und SharePoint. Und die Software sorgt dann dafür, dass ein konsistenter Zustand gesichert wird. Und nicht nur, wie bei den virtuellen Maschinen-Backup, eine Art Snapshot erstellt wird. Genau. Wer mehr dazu erfahren will, schaut euch eines unserer anderen Videos an, wo wir das ganze Thema Azure Backup nochmal in die Tiefe beleuchtet haben. Das mache ich auf jeden Fall auch. Es ist ein super Thema. Zeit Recovery, ein spannendes Thema. Es ist die Möglichkeit,
eine laufende virtuelle Maschine, die auf Hyper-V laufen kann, auf VMware oder sogar Blech, in Echtzeit oder in nahezu Echtzeit zu replizieren, während sie läuft in eine Azure-Umgebung, um dann, wenn on-premise meine virtuelle Maschine oder physikalische zusammenbricht, ausfällt, nicht mehr verfügbar ist, direkt loszulegen und dort die Applikation, die bereitgestellt wird oder den Dienst, dort zur Verfügung gestellt zu werden. Und durch diesen kontinuierlichen Abgleich der Daten ist die Maschine, als wäre sie nur kurz abgestürzt und wieder gestartet, direkt verfügbar. Ist auch sehr geschickt, um zum Beispiel einen Workload von On-Premises nach Azure zu transferieren. Dann kann ich mir auch diese Methodik nutzen. Und ich habe sogar die Möglichkeit, das von Datacenter zu Datacenter zu machen, unter Umgehung von Azure, also ohne dass mein Ziel Azure ist. Aber natürlich muss ich an der Stelle, wenn die Maschine in Azure hochfährt oder im zweiten rechten Zentrum, mir vorher Gedanken gemacht haben, welche Abhängigkeiten hat denn diese Maschine? Sei es API, DNS oder aber auch Backend-Systeme. Weil eine Maschine alleine reicht ja im meisten Fall nicht aus, um einen Dienst aufrechtzuerhalten. Aber wenn ich das entsprechend plane, vorbereite, habe ich damit eine gute Möglichkeit, so ein Backup-Rechenzentrum zum Beispiel in Azure bereitzustellen, wo Maschinen direkt übernehmen, sollte vor Ort etwas ausfallen. Und das unser Thema für heute selber ist das, worauf ich heute am meisten eingehen möchte, Insight und Analytics. Das ist der Log Analytics Container. Man sieht hier schön in der Mitte, ich weiß gar nicht, kann ich hier mit der Maus zeigen? Sieht man die Maus? Ja, wahrscheinlich. Ja, hier mein OMS-Workspace. Das ist der, den ich kreieren kann, den jeder kreieren kann. Und in dem sind meine Daten drin. Ich habe die Schnittstellen, wo die Agents, die in der Cloud laufen können, in der Azure Cloud Daten liefern. Einfachstes Beispiel, Performance Monitoring Daten aus der Cloud von virtuellen Maschinen, aus anderen Cloud, also auch Amazon Daten von virtuellen Maschinen kann ich hier reinschicken und natürlich von lokal mit dem direkten Agent, den ich direkt runterladen kann oder aber wenn ich SCOM benutze, auch damit und habe dann meine Daten in meinem großen Big Data Container mit drin. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um es zusammenzufassen, zumindest aus meiner Sicht. Für mich ist Log Analytics eben der Big Data Container von Microsoft oder einer der Big Data Container. Ich kann da Daten jeglicher Art reinschicken, die eben nicht SQL sein müssen oder keine Abhängigkeiten voneinander haben. Also ich fülle dort die Daten ein, sie existieren dort. Verschiedene Datentöpfe in meinem Workspace sind auch nicht miteinander verbunden. Ich muss keine Korrelationen einhalten. Die Daten werden automatisch indexiert. Ist vielleicht ein Hinweis für die Erstbenutzer, wenn man das erste Mal einen Workspace eröffnet und dort Daten hinschickt, besonders auch Daten, die man selber erhebt und sich selber einen Agent baut, dann dauert das beim ersten Mal bis zu einigen Stunden, bis dieser Indexierungsprozess einmal durchgelaufen ist. Da vielleicht der Hinweis, wenn man das macht, mitprobiert, das erste Mal geduldig sein, danach sind die Daten in nahezu Echtzeit immer verfügbar im Container und auch in der Visualisierung. Für Linux und Windows habe ich die Agents direkt aus dem Azure-Portal zum Download neben SCOM und finde und habe neben der Möglichkeit, eigene Dashboards zu erstellen, eigene Daten hochzuschicken, es selber zu erweitern durch Agent oder durch PowerShell-Befehle, die ich mir erstelle, auch fertige Lösungen zu nutzen, die Microsoft schon als Lösungscontainer bereitstellen, um zum Beispiel Windows-Updates von meinen Maschinen anzuzeigen. Also wie ist der Stand der Windows-Updates, was steht denn noch aus, wie ist im Active Directory denn das Verhalten der Benutzer, wo sind viele Passwörter geändert worden oder viele Login-Versuche erfasst worden mit falschem Passwort, um da vielleicht daraus Rückschlüsse zu ziehen, wo findet denn gerade vielleicht eine Attacke statt gegen mein Active Directory, an welchem Rechner. Also vieles gibt's schon, also sehr vieles gibt's schon und was es nicht gibt, kann man sich ganz einfach selber bauen. Ist eigentlich das Schicke daran. Ja. Sollen wir mal ein Workspace erstellen? Auf jeden Fall, zeig mal. Das hört sich ja sehr vielfältig an. Das ist ja super einfach, ist das Schöne. Gehen wir mal zu meinem Azure-Portal. Hier habe ich einen Blick auf mein Azure-Portal. Und ich würde mir jetzt einfach einen
in einer Ressourcengruppe, die ich denn schon habe, hier Azure Global Bootcamp, nehmen wir doch die, die habe ich noch nicht gelöscht, erstelle ich mir jetzt einen Log Analytics Work, also einen OMS Workspace, Log Analytics, wähle mir den hier aus, sage erstellen. Und da muss ich gar nicht mehr viel tun. Was ich sagen, was ich noch angeben muss, ist ein Workspace-Name. Und hier erkennt man es vielleicht schon dran, da auch der Hinweis, das wird nachher in eine URL umgesetzt. Das heißt, das, was ich hier eingebe, muss zum einen URL-kompatibel sein von der Syntax her und zum anderen unique sein. Wenn ich jetzt Test eingebe, würde ich darauf wetten, dass jemand das schon getan hat. Test.portal.mms.microsoft.com. Ja, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir wahrscheinlich auch. Geek Show OMS Test. Geek Show OMS, ja, das ist bestimmt frei. Geek Show. Ja, wunderbar. Geek Show mit AU. Nee, ist doch cool. ja. AU, so. Ohne W. Ja. Man kann es halt auch nicht. Bedeutet so. Das denn direkt, dass auch dieser Workspace von außen zugänglich ist, sobald er eine URL hat? Ja, der ist von außen zugänglich, natürlich mit entsprechender Authentifizierung. Okay. So, Subscription ist klar, wo ich sie reinmache, in welchem Kontext der Subscription und dann Resource Group, Azure Global Bootcamp. Und hier, das hatten wir eben, Erik, du sagtest, das ist die Lokation. Genau. 2, 4, 5, ja, 5 sind es aktuell. Und dann kann ich mir die auswählen. Ich nehme dann die nächste von hier meinem Standort. Das wäre dann Amsterdam, Westeuropa. Mhm. Und definiere noch, was möchte ich denn dafür ausgeben? Also man hat die Möglichkeit neben freien Optionen auch eine, ich überspringe jetzt mal die per Node, damit da hängt noch eine System Center Lizenzierung dran. Also ich kann auch damit mein System Center lizenzieren, wenn ich das möchte. Aber ich nehme hier die pro Gigabyte Standalone und bezahle dann tatsächlich für das hochgeladene Datenvolumen, und zwar monatsweise. Ich habe nachgeschaut beim letzten Mal, also vor ein paar Tagen waren es 1,94 Euro pro Gigabyte, was ich pro Monat hochlade. Und die ganze Compute Power, um das zu berechnen, zu visualisieren, das ist alles dann schon mit abgegolten. Also ich kriege damit auch recht günstig, wenn ich jetzt nicht komplette Event-Logs, des System-Logs bei einer schlechten Konfiguration hochlade, auch für wenig Geld tatsächlich das Ganze betrieben. Ich mache es jetzt einfach mal auf frei. Dann habe ich, da habe ich Limitierung, wie man sich denken kann. Da ist die Vorhaltezeit der Daten nur 7 Tage. Ich mache was anderes, dann kann ich es noch zeigen, wie man es umstellt. 7 Tage und nur 500 Megabyte am Tag, die ich hochladen kann. Und hier bin ich frei und kann auch den Zeitraum der Vorhaltezeit, die ist standardgemäß, ich denke, 1 Monat, aber bis zu 24 Monate hochsetzen. Damit kriege ich dann quasi auch Langzeitanalysen über 2 Jahre hin für irgendwelche Performance-Werte oder Fehlerauswertung oder ähnliches, ne? Ja, exakt. Ich glaube, 1 Monat ist auch einfach zu wenig, gerade dann, wenn ich mit mehr machen möchte, außer jetzt mir einen Überblick zu verschaffen. Muss fast nicht erwähnen, dann kostet es natürlich einen Ticken mehr. Dann ist es, glaube ich, nochmal ein Zehntel, was ich dann für die Vorhaltezeit pro Monat bezahle. Aber es ist alles, denke ich, in einem Bereich, der sehr gut bezahlbar ist. Weil ich mir auch eben die kompletten Infrastruktursysteme spare, wenn ich jetzt sowas on-premise baue. Und jeder kennt ja, oder viele kennen ja OMS oder SCCM. Die Anforderungen da an einen SQL-Server, den ich nutze, der natürlich ausfallsicher sein muss, geclustert, betrieben werden muss und lizenziert sein muss. Das ist ja auch nicht zu verachten, was da dran hängt. Ich wollte gerade sagen, gerade die Ressourcenanforderungen machen schon einiges aus. Ja. So, guck mal, jetzt müssten wir hier einen haben. Da ist er doch. Da ist er und den könnte ich jetzt nutzen. Der hat auch ein Portal, eine Portalseite. Ich zeige gleich noch eine, deswegen lasse ich mal hier weg. Und zeigen wollte ich hier Data Retention. Das ist die Vorhaltezeit. Das war noch Anfang des Jahres habe ich eine Präsentation zu OMS gemacht. Da ging das nur mit PowerShell an der Stelle. Mittlerweile ist es aber sehr schick. Vorhaltezeit, mehr, weniger. Speichern. Und das war's schon. Was sieht man den Monatszahlen? Ich scroll mal hier rechts, sieht man die Zahlen. 202 Tage. Okay. Bezahle ich was für mehr Retention? Oder ist das unabhängig davon?
Also geht's. Doch, du bezahlst, also du bezahlst nur für die Daten, die du länger vorhältst. Also wenn ich ihn jetzt hochdrehe, Daten reintransferiere, dann bezahle ich, ich glaube, das ist ungefähr ein Zehntel nochmal von dem, was der monatliche Upload kostet in einem Monat. Aber kann man nachlesen, Pricing, also Pricing für Azure, einfach nach, nach Dingen oder suchen oder googeln. Ich meine, es wäre ungefähr ein Zehntel, dass man da nochmal einrechnen muss. Das ist aber was man wissen muss, ne? Also auch wenn das jetzt schön und einfach ist, da mit dem Schieberegler was zu verschieben, es kommen halt auch ein paar Kosten auf uns zu. Klar, die Cloud ist nicht umsonst. Das ist günstig, aber nicht umsonst. Das stimmt. So. Da waren wir gewesen. Okay, der Workspace läuft. Ich habe jetzt, ich übergehe mal die Bildschirmfotos. Ich habe ja für Fallback, falls man mal in einer Situation kommt, wo das Internet nicht so gut funktioniert, was wir jetzt merken würden, habe ich ein paar Bildschirmfotos gemacht. Die überspringe ich jetzt einfach. Hier sieht man mal so ein OMS-Workspace, wenn er nackt erzeugt wurde. Da oben sieht man den Namen, MyFirst, war noch frei gewesen. Der ist halt leer. Man sieht, Data Source ist connected, ist nichts connected, es gibt keine Kacheln. Und noch keine Daten, aber damit könnte man beginnen an der Stelle, um das jetzt hinzuzufügen. Wenn man hier in die Einstellung geht, das wäre über Settings, dann sieht man hier auch noch einen wichtigen Punkt, nämlich über Connected Source, Windows Server oder Linux ist vergleichbar. Hier gibt es zwei oder drei wichtige Punkte, nämlich einmal die Workspace ID und den Primary Key. Das ist das, was ich übertragen muss in meine Agents, die entweder selbst erstellt sind oder hier als Download auch zur Verfügung stehen, um die direkt zu installieren, dann sind die in der Lage, direkt mit den mit meinem persönlichen OMS-Workspace zu sprechen und die Daten dorthin zu transferieren. Das sind klar, übrigens, ist natürlich verschlüsselt. Das sind übrigens auch Dinge, die wir genauso auch in Kombination nutzen, wenn wir den Configuration Manager mit verbinden. Mit OMS, was ja machbar ist, und auch für viele, die sich vielleicht damit schon mal beschäftigt haben, mit dem neuen Produkten Upgrade Analytics, Update Analytics, Windows Analytics, so einmal komplett die Produktfamilie zu nennen, weil das im Hintergrund auch nichts anderes ist als eine OMS-Lösung, die eben einen speziellen Scope gesetzt hat. Und auch da arbeitest du dann quasi mit den jeweiligen IDs. Ist super, wie das alles ineinander greift auch. Ja. So. Der OMS Workspace. Hier habe ich mal ein Bildschirmfoto gemacht. Wir gehen gleich noch mal genauer rein. Das ist ein Bildschirmfoto aus der sogenannten Log Search. Das ist, wenn man es mal aufhat, wäre es das Icon hier gewesen. Wenn man das anschaut, dann sieht man tatsächlich hier die Daten drin, die, ich sagte eben, unstrukturiert sein können. Eine gewisse Struktur haben sie schon. Hier sieht man so einen Datensatz, hier den nächsten. Und auch hier verschiedene Typen. Typen sind die Container, kann man sich vielleicht vorstellen wie Tabellen, auch wenn es nicht vergleichbar ist mit SQL. Also in meinem Big Data Container gibt es eine Untergruppierung, das sind die Typen. Die gibt es einmal als Vorgabe, das kommt von den Microsoft eigenen Lösen, das gehört zu der Update-Analyse, also Windows-Updates. Weitere sind ja jetzt gar nicht zu sehen, da gibt es auch noch Performance-Counter etc. Das ist die einzige Struktur, die es dann da drin so gibt. Hier ist mal so ein Blick auf einem Dashboard. Ich glaube, das hat man am Anfang gehabt, mit verschiedenen Lösungen, die schon aktiviert sind, wo auch Daten zu gesammelt werden. Und wenn man in ein paar reingehen, sieht man hier so ein Beispiel AD Assessment. Da sammelt der Agent Daten von den Domain-Controllern und gibt einen sogar mit einer Intelligenz, die noch dahinter steht, die von Microsoft gestellt wird, eine Art Best Practice oder Empfehlung. Passt das Ganze denn? Ist das compliant aus der Sicht, wie es jetzt geprüft wird oder eben nicht. Und das sieht ja hier ganz gut aus. Congratulations liest man ja gerne. Also Security und Compliance hier in dieser Umgebung scheint zu stimmen. Gibt aber auch Hinweise. Hier sieht man eine Low Priority. Das ist Add Subnet Definition to Active Directory Sites. Also ist die, da würde ich drauf wetten, da heißt wahrscheinlich das erste Default Subnetz bei einem Active Directory oder bei dem Active Directory wahrscheinlich genauso, wie es erzeugt wurde, dieses Default First Subnet etc. Ist eine Empfehlung, keine wichtige, also Low Priority, das vielleicht umzubenennen und entsprechend geht es weiter. Hier Secure und den Audit finde ich ganz spannend. Gerade das Thema, wer versucht denn gerade wo, jetzt sieht man es auch ein bisschen auf der Weltkarte, wenn die Daten mit erhoben werden können, wo denn gerade versucht wird zum Beispiel, oder wo denn gerade ganz viele fehlerhafte Logons
erscheinen. Ein schönes Beispiel ist immer der Kantinen-PC, der in der Kantine steht. Wenn ich den im Monitoring drin habe und feststelle, dass das immer zwischen 11 und 13 Uhr ganz viele fehlerhafte Anmeldungen erscheinen, dann ist das wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass da gerne probiert wird, Accounts zu erraten. Hier habe ich das mal runterstrukturiert und hier sieht man auch die Abfragesprache ganz, ganz schick schon mal. Und hier frage ich das Security Event Log ab, was gesammelt wurde auf eine bestimmte Event-ID, nämlich fehlerhafte Anmeldung. Und lasse mir auch hier die Anzahl der Fehlversuche bei auf den Accountnamen anzeigen. Und dann sieht man hier ganz gut, ja, ich selber bin jetzt nicht drin, aber dass zum Beispiel hier wohl ein Dienst irgendein falsches Passwort hinterlegt hat und entsprechend normale Benutzer, die hier versuchen oder wo einfach ganz normal der Passwort abgelaufen ist oder falsch gesetzt wurde oder die Konfiguration der Mail-Applikation auf dem Mobile-Phone ein anderes Passwort hat oder noch das alte hat, obwohl es woanders geändert wurde, kann man hier ganz schick sehen. Und immer im Kontext von Log Analytics ist der Zeitraum, hier schaue ich auf die letzten 24 Stunden zurück. Wenn ich das jetzt mal ändere und gehe jetzt mal höher auf die letzten 7 Tage, dann sieht man auch die gleiche Abfrage, führt dann nochmal zu einer größeren Datenmenge und natürlich dann zu anderen Ergebnissen. Und hier bin ich gerade auch selber, sehe ich, der lokale Administrator meines Notebooks, habe ich mich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich habe mich dreimal falsch angemeldet innerhalb des Zeitraums hier oben. Und diese Daten hast du jetzt bekommen, nur nochmal, um das zu verstehen, weil auf allen Clients der Agent installiert war, oder wie ist das? Da ist es konkret so, man sieht so links die Computernamen auch hier. Da ist der Agent tatsächlich drauf installiert. Wobei ich, wenn ich genau sein muss, dann ist dann hier auf diesen Domain-Controllern reportet der SCOM-Agent mit derselben Funktionalität direkt an den Workspace. Und auf den anderen drei hier unten ist der native Agent installiert, den wir eben als Download-Link gesehen haben hier im Portal. So, Update-Management auch hier im Blick drauf, wo fehlen Updates oder eben auch nicht. Das sieht ja fast okay aus. Das sind fertige Lösungen, die kommen von Microsoft, die sind halt schnell dazugeklickt. Hier links sieht man hier so Lösungsgalerie, ich glaube, ist das Symbol. Da kann man direkt diese Lösung sich drauf, also anklicken, mit hinzufügen. Manche haben gar keine Abhängigkeiten zu weiteren Konfigurationen, also laufen direkt out of the box. Bei anderen muss ich gegebenenfalls noch was konfigurieren. Und dann habe ich das direkt im Zugriff. Ja, Fokus ist ja der Log Analytics selbst, also der Datencontainer. Ich habe es hier nochmal versucht wiederzugeben, hier in dieser Log Search, was ich denn für verschiedene Bereiche habe. Fangen wir mal hier links oben an. Eben schon mal kurz gesehen, ich habe immer einen Zeitraum, auf den ich schaue, den ich auch wählen kann und auf den bezieht sich immer mein Ergebnis, was ich hier sehe in dem Bereich. Hier ist jetzt ein Tag, ich kann die letzten 7 Tage oder ganz variabel das ändern. Ich kann auch sagen, ich hätte gerne letzten Montag bis letzten Mittwoch. Dann gucke ich genau auf den Bereich. Da bin ich flexibel. Eine Strukturierung habe ich, nämlich in meinen Big Data Container, mein Log Analytic Workspace, habe ich Typen, die ich definieren kann oder die schon definiert sind durch fertige Lösungen. Ist grob zu vergleichen mit Tabellen in einer SQL-Datenbank, auch wenn das hier weit weg von SQL ist. Aber da habe ich so eine Unterstrukturierung. Ich sehe auch hier den Typ Performance Data, den sammle ich mit einem eigenen Agent ein. Der findet sich auch hier wieder. Hier kommt nämlich ein Datensatz vom Typ PerfDataCL. Das sind die Daten, die ich sehe, nicht die ich sehe, die vorhanden sind. Außer hier hängt noch was unten mehr dran. Und ich habe immer noch ein Feld dabei, das wird automatisch generiert, wenn ich es nicht vorgebe. Und das ist das Feld Time Generated, was natürlich, wie man sich denken kann, direkt für diese Auswertung benutzt wird. Also wann ist dieser Datensatz erzeugt worden und demnach, wann zeige ich den an oder zeige ich ihn nicht an, weil er außerhalb meines Betrachtungszeitraums ist. Eigentlich relativ simpel. Könntest du hier filtern, welche Daten mitgeliefert werden oder ist das einfach ein Standard? Absolut, kann ich filtern. Das zeige ich gleich. Machen wir gleich. Filter mal ein bisschen. Dann wird es interessanter. So ungefiltert hilft es ja noch nicht. Machen wir gleich. Abfragesprache ist keine SQL-Syntax, ist auch weit davon entfernt. Sie ist eher so Pipeline-basiert. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen, es kommt eine Filter-Expression und hängen dann verschiedene Kommandos dran. Ich bin da nicht komplett wahlfrei und kann das unendliche Filtern hintereinander hängen und mit einer hohen Komplexität. Also ist eine simple Abfragesprache. Damit aber auch eingeschränkt in ihrer Komplexität. Die ist wirklich
gelegt auf Performance. Also sie ist super schnell auf der einen Seite und auf der anderen Seite eingeschränkt mit ihrer Syntax und ihrer Kombination. Ist aber sehr gut dokumentiert, wie in der Regel alle Themen im Azure-Umfeld. Link habe ich nochmal mit dabei gesetzt, da kommt man dann auf die Seite, wo beschrieben ist, wie man oder welche Befehle es gibt und wo auch Beispiele dabei sind. Wichtig zu wissen, case-sensitiv, da bin ich bei den ersten Malen wirklich drauf reingefallen. Es macht schon einen Unterschied, ob ich Excel suche als Applikation in einem Datensatz kleingeschrieben oder großgeschrieben. Muss man wissen oder entsprechend angeben mit regular Expressions, was mittlerweile auch funktioniert, dann kann ich das beeinflussen. Macht aber einen Unterschied, auch bei den Feldnamen. Und Befehlsgruppen, klar, ich kann filtern, ich kann selektieren, ich kann verknüpfen, ich kann messen, addieren, Durchschnitte bilden, etc. Um dann halt auch die schicken Auswertungen hinzubekommen. Sollen wir mal ein paar Abfragen machen? Absolut. Los geht's. Okay. Gehen wir hier in einen Logspace rein. In Log Analytic Workspace rein. Hier habe ich einen. Daten, dann nehmen wir den Daten, gucken wir einen Tag zurück, ändern wir gleich vielleicht auch mal ab und sehe jetzt hier verschiedene Typen, die ich habe und habe hier oben mein Eingabefeld für meine Abfragen. Und was ich jetzt machen möchte, ich habe hier Daten, die sind generiert aus einer Citrix-Umgebung, also einer Remote-Desktop-Umgebung mit Citrix obendrauf und da habe ich drin Prozessdaten, Performance-Daten und Session-Informationen und noch ein bisschen was mehr, Applikationsdaten und darauf würde ich jetzt einfach mal zu filtern wollen. Und was nehmen wir denn? Machen wir erstmal eine Selektierung. Ich hätte jetzt gerne alle Daten hier unten angezeigt vom Typ der Applikation. CTX Application CL. Und jetzt kriege ich alle angezeigt hier unten, die von dem gewählten Typ sind. Und ich sehe auch direkt, wie viele ich habe, nämlich 8 Stück innerhalb der letzten 24 Stunden. Und die sehe ich jetzt. Kann sie mir auch nochmal anders anzeigen, dann sehe ich es in einer Art Tabellenform. Was letztendlich hier dahinter steckt, sind bei mir abgestürzte Anwendungen innerhalb der Umgebung. Und da kann ich jetzt nochmal weiter drauf filtern. Jetzt möchte ich zum Beispiel alle anzeigen lassen, nehmen wir nochmal Excel, was wir ja gerade hatten, die vom Excel kommen. Excel sieht das dann quasi jetzt, um das nochmal genau zu verstehen, auf den Filenamen. Ne? Das heißt, du musst also wissen, wie die Applikation filebasiert genannt wird. Exakt so ist das an der Stelle, weil ich die auch so aufnehme, die Applikation. Daher weiß ich das. Ich nehme also den Applikationsnamen mit auf in der Liste der abgestürzten Anwendungen. Da läuft also auf der Umgebung ein Agent. Der monitort an der Stelle das Event Log auf Application Crashes als ein Teil und übersendet, wenn das passiert, die Daten direkt hier hoch, dann mache ich mal eine Auswertung drüber. Demnach ist ja klar, dass wir jetzt nicht nur für Applikationen filtern könnten, sondern eben komplett filebasiert. Das heißt also, du könntest beispielsweise auch sowas nachsuchen wie wer hat ein File mit dem Namen XY. Wenn das mit aufgezeichnet wird, ich kann da rausfinden, wer hat Excel benutzt. Das kann ich rausfinden. Das wäre eine der Abfragen, die ich machen kann. Nicht mit dem Typ, mit diesem Typ. Aber ich habe noch einen anderen Log-Typen, der zeichnet die Prozesse auf und ich kann gucken, wer Excel benutzt hat. Das kann ich auch machen. Hier, jetzt sehe ich, Excel ist nicht abgestürzt, nicht in meiner Liste drin. Ich mache mal die Zeit höher. Und guck mal, ja, dann ist Excel nämlich doch abgestürzt, nämlich 14 Mal innerhalb der letzten 7 Tage. Hier sieht man es nochmal, wann das so sich gehäuft hat oder wann diese Datensätze hier erschienen oder aufgezeichnet worden sind. Könnte ja fast sein, es ist gehäuft passiert, ne? Ja, das sieht doch durchaus so aus. Ja, das wäre jetzt vielleicht so ein Hinweis darauf, mal genauer hinzugucken. Was ist denn da der Grund oder was steckt denn dahinter? Und sehe jetzt hier meine Abstürze von Excel, meine Zeiten, die Daten, die ich aufnehme. Und hier auch noch, sehr interessant, ist immer auf einer Maschine passiert. Auf einem, also Worker steht für Computername. Immer auf einer passiert. Vielleicht habe ich da sogar einen Fehler im Deployment. Mag sein. So, jetzt haben wir selektiert. Jetzt haben wir gefiltert auf Excel. Was können wir noch machen? Messen wir doch ein Measure. Und zwar die Anzahl der Abstürze bei den Namen der Anwendung. Okay, jetzt haben wir nur Excel gefiltert. Dann würde nur Excel rauskommen, denke ich.
einen Tippfehler drin. Düpp, düpp, düpp. Spy fehlt. Aha, sehr gut. Sehr gut. Danke dir. Genau, 14 Mal ist Excel abgestürzt. Und das macht natürlich erst dann Sinn, wenn ich hier diesen Filter rausnehme und sage, zeig mir doch mal alle Abstürze an. Und zwar von der Anzahl der letzten 7 Tage gemessen, bezogen auf den Namen. Und dann sieht man hier in unserer Umgebung, da müsste man da wirklich mal hinschauen, oben ist ein Systemprozess, warum auch immer der so Probleme macht. Müsste man mal verfolgen, mal weitergeben. Aber interessanter sind hier tatsächlich die wirklichen Anwendungen jetzt aus meiner Sicht oder mit meinem Fokus, wo ich hier drauf schaue, nämlich Excel. Stürzt doch recht häufig ab, ein bisschen der Explorer, ein bisschen Autobot Reader, einmal Outlook. Ich glaube, das ist noch normal jetzt für 7 Tage. Wenn ich nach einem SAP-Rollout oder eine neue Version von SAP ausrolle und sehe dann, dass das sehr, sehr häufig vorkommt, dann ist das vielleicht nochmal ein ganz anderer Indikator und würde mich veranlassen, was anderes zu tun. Ja. Und das Ganze sind ja jetzt im Prinzip Daten, die auch im lokalen Application Log drinstehen, die also ja der geneigte Admin, wenn er denn ordnungsgemäß jeden Tag alle seine Application Logs durchguckt, theoretisch auch mitbekommen könnte, ne? Aber eben ja. Nicht in so einer komfortablen Art und Weise. Exakt, das ist genau, die Daten sind exakt hier aus dem Anwendungslog. Ich habe noch ein paar andere Daten, nämlich die Performance wiedergeben, nämlich das sind hier Performance-Daten, die ich auch mit monitore. Die werden so auf den Systemen nicht dauerhaft aufgezeichnet und gespeichert. Kann man natürlich auch tun. Aber die könnte ich jetzt nicht auf den Systemen einzeln nochmal nachschauen, die ich jetzt hier angezeigt bekomme. Und sehe jetzt hier so ein paar Datensätze. Ich habe verschiedenste Performance-Daten auch mit den Kategorien mit aufgezeichnet. Welcher Counter, auf welchem System die laufen, wie der Wert natürlich ist. Und die kann ich natürlich dann auch entsprechend mir filtern. Sagen wir mal, ein Counter soll sein, welchen nehmen wir denn? Prozessorzeit. Prozent Processor Time. Man sieht auch, er ergänzt ja hier unten immer dran, was ich schon mal eingegeben habe. Das ist ganz praktisch. Und jetzt sehe ich ja alle Daten, die der Prozessor Counter mir auf den verschiedensten Maschinen aufgenommen hat. Und auch hier die Werte. Hier von Maschinennamen, die Maschinennamen und die Werte. Hilft mir, glaube ich, jetzt an der Stelle noch nicht. Ich kann es mal filtern auf einer Maschine. Nehmen wir mal den. Oh, man sieht es schon. Guck mal, man sieht, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich jetzt habe auch schon mal eingetippt habe eben. Das will jetzt auf einer Maschine, dann sollte ich doch hier alle Datensätze der Prozessorzeit für diese Maschine rausbekommen. Und die sehe ich jetzt an der Stelle. Und kann jetzt damit arbeiten oder eben mit rechnen. Nehme ich mir auch mal hier einen Durchschnitt bilden. Measure. Jetzt gucke ich gerade, ob es schon dabei steht. Nee, Average. Und zwar der Wert des Counters bezogen auf den Computer, auf den es aufgenommen wurde. Ja, ich habe jetzt gefiltert auf den einen. Dann sehe ich dann hier, im Durchschnitt hat dieser Rechner in den letzten 7 Tagen eine durchschnittliche Auslastung des Prozessors oder der Prozessoren von 8,28% gehabt. Das ist, kann man jetzt was mit anfangen. Ich glaube, eher schicker wird es, wenn ich mir, weil ich ja auch ein paar Wochenenden dazwischen hatte oder auch abends die Systeme nicht so viel brauchen wie tagsüber, hilft mir vielleicht eher nochmal. Ich mache das mal hier in einer anderen Darstellung und lasse mir das als Chart darstellen. Dann sehe ich das auch direkt. Und das Schöne ist, greift immer direkt auf die Echtdaten zu. Dann sehe ich das Ganze als Line-Chart. Das ist jetzt alles noch super gut bei uns. Keine hohe Auslastung. Ist aber ein schönes Beispiel für die Visualisierung. Wenn ich jetzt hier den Filter mal rausnehme, dann sehe ich auch alle, die gemonitort werden und habe einen schönen Blick über die Prozessauslastung der einzelnen Maschinen. Und was ich auch eingehen kann, hier sieht man es schön, ne? Wenn man mal gucken will, wo hier denn so die Werte sind, dann sehe ich die jetzt hier. 20,2% für diese eine Maschine, den -0,3. Und kann auch nochmal reinzoomen. Aber das macht schon Spaß. Das sieht schon echt gut aus. Und das ist ja das, wo sich viele beim SCOM immer drüber beschweren, dass ich da zwar durchaus ja auch Performance-Daten sammeln kann, nur die Auswertung in der Regel ja entweder gar nicht wirklich gut funktioniert oder einfach ein Riesenaufwand ist, genau die Daten zu bekommen, die man gerade will.
Ja, ich hab neulich mit einem gesprochen, der arbeitet in einem großen Unternehmen und die machen ihr Billing basierend auf bestimmte Werte. Ich glaube, Speicher ist das gewesen, für so eine Umgebung. Und der meinte, wenn ich halt morgens anschmeiße, die haben SCOM, das dauert einfach sehr, sehr lange, um solche Werte rauszubekommen. Und hier geht das fast, ja, was heißt fast? Das geht ja fast, Schon, nee, es geht instant. ja, das ist schon der Hammer. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und das Schicke ist, das ist ja hier eine relativ kleine Umgebung, die ich jetzt hier mit monitore, fünf Systeme. Ich habe das auch für eine Umgebung laufen bei einem Kunden. Da sind es 100 Systeme. Das skaliert also auch einfach mit, ist das Schicke. Und ich bezahle es halt über diesen Preis. Und Microsoft kümmert sich darum, dass das im Backend alles funktioniert. Also wirklich as a Service, kann man sagen. Mal eine andere Frage. Bei SCOM schätzen viele oder generell bei Monitoring-Lösungen schätzen viele ja auch die Möglichkeit, auch direkt aus der Lösung raus eine Reaktion abzuleiten. Das heißt also einen Service, einen Task oder sowas. Wäre sowas auch denkbar mit SCOM, mit OMS? Und der Lösung, dass du sagst, keine Ahnung, ich sehe jetzt, der Service ist abgestürzt auf diesem Server und ich starte beispielsweise den Server mal neu oder sowas oder startet den Service neu. Was du machen kannst, sind, du kannst dir Alerts anlegen und Benachrichtigungen hinterlegen. Und jetzt fragst du mich natürlich, ob man auch Tasks auslösen kann. Verrückt. Lass mal einfach hinklicken, ob das auf da. Ich habe hier zum Beispiel einen Worker connected, der sagt mir, wenn der ein bestimmter Threshold kleiner als 2 ist und prüft er alle 60 Minuten, dann soll er etwas tun, nämlich mir eine Mail schreiben. Genau. Und hier sieht man schon, damit kann man die Frage mit Ja beantworten. Du kannst einen Runbook starten, gehört ja auch zur OMS, oder einen Webhook bedienen, das heißt ein Triggersignal schicken und von da aus Aktionen auslösen. Aber hier Runbook wäre exakt das, was man wahrscheinlich als erstes nutzen würde, wenn es darum geht, Aktionen auszulösen, wie den Neustart von irgendetwas. Das kann ich nämlich perfekt mit Runbooks machen. Ist das also ein Runbook vergleichbar mit beispielsweise System Center Orchestrator? So was da machbar ist oder so? Also jetzt nicht unbedingt in der Vielfalt der Details, aber eben generell, wie man sich diese Lösung vorstellen könnte? Ja, ich glaube, der Orchestrator ist ja noch ein bisschen komplexer, kann noch mal mehr, aber ja, du kannst mit Aktionen auslösen. Du kannst Runbooks selber schreiben, die sind in der Art PowerShell-Sprache zu schreiben und du kannst dich aus einer Art ja, Marketplace bedienen, wo es schon fertige gibt. Die ist vielleicht vergleichbar mit der PowerShell-Gallery.com, wo du auch fertige Lösungen findest kannst, die du nutzen kannst oder für dich modifizieren kannst. Also ja, würde ich behaupten, das ist machbar und vieles gibt es auch schon fertig. Puh, da hast du mich auf die Probe gerade gestellt. So. Ja, kommen wir nochmal zurück. Ich gehe jetzt mal hier drüber. Das sind wie gesagt meine Backup-Bildschirmfotos oder zum Nachlesen auch gedacht. Eigene Daten senden, finde ich ja ganz wichtig. Ich habe ja sehr viel Spaß daran, auch Azure Services zu nutzen. So wie sie sind, oder die Lösungen, die es gibt, dafür zu nutzen, aber eben auch selber welche zu erstellen, um meine persönlichen oder die natürlich unserer Kunden damit abbilden zu können. Und das Tolle ist, das ist auch hier mit Log Analytics habe ich die Möglichkeit, selber Daten hinzusenden. Es gibt eine Webschnittstelle, die ist sehr gut dokumentiert mit Beispielskripten in PowerShell, C-Sharp etc. Aber nutzbar mit jeder Programmiersprache, die Web-Requests absetzen kann. Und da sende ich die Daten hin. Ihr kann es so ein bisschen so sehen. Es gibt den Web-Request hier mit in einer Art JSON schiebt man hoch. So ist das erwartete Format, also Key Value. Die schicke ich hoch und die kommen dann entsprechend im OMS Log Analytic Workspace an. Und dort sehen Sie auch, hier ist dieses Time Generated Field, wird mit hinzugesetzt, wenn es nicht mitgegeben wird. Hier ist der Rekordtyp. Und hier sieht man auch eben, warum ich eben ein CL hatte. CL steht für Custom Log und S für String. Und 2 und 3 ist falsch gezeichnet hier in der Grafik. Das muss man wissen. Microsoft ergänzt eigene Log-Typen. Deswegen steht ja auch MyRecord. Den Typ um den Anhang CL für Custom Log und S für String, D für Zahl etc., um sicher zu sein, dass programmierte Lösungen oder eigenprogrammierte Lösungen
nicht Felder benutzen oder Felder vorreservieren, die vielleicht nachher eine Solution von Microsoft verwenden möchte und dann gegebenenfalls eins der Systeme nicht mehr funktionieren wird. Aber gewöhnt man sich, glaube ich, ganz gut dran. So, Demo. Wo habe ich denn etwas, was ich zeigen kann? So, ich habe hier Log Analytics Send Data. Ich mache jetzt einfach mal sowas auf. Und dann sieht man mal so ein Skript. Das ist teilweise, nee, das ist angelehnt an das, was Microsoft als auf seinen Webseiten hat. Ich habe das in Funktionen abgebildet. Man muss eine Signatur haben, um Daten zu verschlüsseln und die an den eigenen Workspace senden zu können. Ich brauche mal, ja, und dann natürlich den Befehl zum Senden selber. Ich brauche meine Customer-ID, meinen versteckten Shared Key, der da ganz, ganz, ganz hinten irgendwo ist. Dann brauche ich den nachher nicht ändern. Und einen Datensatz, den habe ich jetzt mal hier so definiert. Hier sieht man die JSON-Art, also wie das aufgebaut ist. Hier ist mein Logtyp, Sample Data, das wäre nachher Sample Data unterstrich CL. Und absetzen geht relativ einfach. Ja. Send Data, 200, fertig, Daten sind oben. Jetzt kann es ein paar Sekündchen dauern, vielleicht auch 2 Minuten, bis die Daten dort erscheinen. Lass einfach mal schauen, ob es gerade soweit ist, sonst denke ich, glaubt ihr mir das auch. Ich wechsle gerade mal den Workspace, wurde er in den anderen Workspace transferiert, als den ich gerade offen hatte. Man kann natürlich auch mehrere haben, mehrere benutzen. So, schauen wir mal. Sample Data. Ist das heute der 12.5.? Heute ist der 12.5., ja. Jetzt hast du den Leuten quasi gerade verraten, was unser Aufzeichnungsdatum ist. Hoppla. Ja, dann sonst, ich kann natürlich auch noch einen Blur-Effekt drüberlegen später. Nein, Okay. alles gut, alles gut. Jetzt muss ich gucken, ich spinne es mal kurz. Jetzt haben wir natürlich 11 Uhr. Das sind die Daten. Ich habe das heute Morgen mal ausprobiert, weil das teilweise dann doch 1 Minute dauert. Also wenn ich near real-time sage, dann ist es eben nicht real-time. Aber die werden gleich hier ankommen. Können wir vielleicht später nochmal drauf schauen. Aber ich denke mal, das glaubt ihr mir soweit schon, dass die Das eben ankommen glauben wir dir. werden. Absolut. Gut, was haben wir denn noch? Ich habe noch was anderes vorbereitet. Nämlich ganz andere Daten. Ich habe mir ein anderes PowerShell-Skript geschrieben, das sammelt Twitter-Daten, Twitter-Nachrichten und connectet sich zu einem Twitter-Stream und hört auf die Schlagworte, ist ein bisschen länger, auf die Worte Azure, Microsoft Cloud, Windows, Azure Global, Global Bootcamp, Lingen, wo ich da gewesen bin, und PowerShell. Und habe hier mir die Skripte für die Twitter-API eben erstellt und schicke die dann in Echtzeit an den Workspace. Und das sieht dann so aus, wenn man das dann startet. LA Twitter. Connected er sich und jetzt liest er wirklich in Echtzeit. Die kommen gerade an, die Daten, und transferiert die dahin, wo diese Wörter drin vorkommen oder eine Rolle spielen. Aber um nicht immer mein Notebook laufen zu lassen an der Stelle, habe ich mir überlegt, da muss ja auch eigentlich anders gehen, nämlich unabhängig von meinem Notebook, und habe dann dasselbe Skript oder dieselbe Funktionalität anders abgebildet, nämlich in einem C-Sharp-Programmchen. Das ist ein bisschen mehr noch hinter, aber auch nicht viel mehr. Hier ist noch was, um die Verarbeitung der JSON-Strings besser zu machen. Aber es ist eigentlich genau dasselbe. Wo haben wir es? Tweet to Log Analytic Exe. Es passiert genau dasselbe. Nur, dass man mehr sieht. Er sieht jetzt hier die Tweets, die hier reinkommen. Die enthalten jetzt einfach noch mehr Daten. Die transferiere ich auch alle in den Log Analytic Workspace. Ich spreche das erstmal ab, wo ich nicht zwei parallel laufen lassen kann. Ich zeige nämlich gleich, wo noch ein zweiter davon läuft. Und die Daten wie ID, die Zeit, den Text, aber auch eben, wo ist der Tweet aufgezeichnet worden, wenn das verfügbar ist, also Latitude, Longitude, und noch so ein paar andere Daten zu dem, wer der Benutzer ist, wie viele Follower er hat, etc. Und das landet in den Log Analytic Workspace. Aber ich sagte ja gerade, ich will das nicht immer auf dem Notebook laufen lassen, deswegen habe ich mich noch etwas anderes erstellt, und zwar
wechsle mal kurz nochmal in mein Azure-Portal. Es gibt hier in Azure, in meinem Azure-Portal, einen Webjob. Also es ist eine Webseite, die nicht eine Webseite anzeigt, sondern ein Skript ausführt. Ausführt, nämlich genau das, was ich gerade gezeigt habe. T2Log Analytics, das ist dieses Programm, also dieses C-Sharp-Programm, das läuft hier in Azure im Kontext einer Webseite, die mir aber nur die Compute Power zur Verfügung stellt und reportet kontinuierlich, ich glaube, jetzt seit knapp einem Monat, diese Daten an den Log Analytics Workspace. Und auf den schauen wir doch dann mal drauf. Das ist derselbe, auf den ich eben schon mal war. Alle Sachen anzeigen. Ja, Moment. Sample Data hatten wir gerade. Jetzt sind es auch vier. Jetzt sind die zwei Nachrichten, die ich eben noch erzeugt habe, auch angekommen mittlerweile. Eben waren es nur zwei. Twitter-Daten, das sind dann die Daten, die ich aufzeichne. Aus diesem Webjob, diesem C-Sharp-Programm, was an einer Twitter, API lauscht. Und zeichne mir hier die Daten auf. Jetzt macht es natürlich auch eher Spaß, die mal auszuwerten. Wo fangen wir am besten an? 214.000, also hier sieht man es genau. 214.000 Tweets habe ich aufgezeichnet. Innerhalb des letzten Tages. Des letzten Tages. Ist also ich schon, macht das schon Spaß. Guck mal, jetzt filtern wir nochmal auf den Twitter-Daten, ist schon gefiltert. Ist das krass, du siehst auch die ganzen Interaktionen und sowas, ne? Du siehst also RT, BSD, AMS und so, also auch die Retweets und die Antworten und so. Also ob ein Dialog stattgefunden hat. Brauchst du bloß Wahnsinn. Noch eine Lösung, die dir den Inhalt aller Tweets ins Gehirn einpflanzt, damit du die auch alle verarbeiten kannst. Genau. Und darüber kann ich jetzt halt, das Schöne ist, jetzt habe ich ja richtige Datenmengen, da macht es ein bisschen mehr Spaß. Jetzt sehe ich die Anzahl der Tweets pro Benutzername, die ich mir hier anzeigen lassen kann. Ich kann das auch nochmal anders darstellen. Ja, wie stelle ich das am besten da? Such doch mal nach meinem Username. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Username ist gleich. Eric, ich mal sagen. At ericberg-de. Eric. Ja, alles klein, alles klein. Weiß nicht, ob das, ist das auch case-sensitive, oder? Ja, ericberg-de. Okay. Bild Username. Case sensitive? 12. Mal, ich bin in deinem Datenbestand. Das Schöne ist, ich habe im April einen Tweet abgesetzt, da war ein Fehler drin, da habe ich mich im Datum vertan, um 2 Monate. Ah. Dann habe ich den gelöscht und neu retweetet. Ich habe beide drin. Sowohl den falschen als auch den richtigen. So, Erik, 145 in knapp einem Monat. Zu den Themen, die du da trackst, ne? Ja, ganz wichtiger Hinweis. Also Respekt, das ist ja dann schon mal was, ne? Ja, es zeigt aber wenigstens, dass es funktioniert, ne? Also, kannst ja jetzt ja viel behaupten, dass du da Daten sammelst, aber das Ding ist tatsächlich. Genau. Jetzt können wir mal in Zeitscheiben zerlegen. Intervall, 1 Hour im Stundenrhythmus. Wie sieht es denn dann aus? Dann sehe ich auch in der Grafik, wie viele Tweets du in der Stunde machst. Und das sind natürlich dann zu Schlagzeiten höher. Hier hast du mehr gemacht. Okay. 2 pro Stunde. Ja, also kann man sich das alles sehr schön auch zerlegen. So langsam machst du mir ein bisschen Angst. Line Chart. Dann sieht man es auch nochmal hier so in einem Kurvenverlauf, also wie wir es eben gerade auch hatten. Das kann man dann sehr schön zerlegen. Jetzt nehmen wir mal deinen Namen raus, dann sieht man mal alle. Und dann hat man ein bisschen mehr, so Azure ein bisschen mehr zu rechnen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, das sind jetzt der Blick, der letzte Jahr, einen Monat habe ich, glaube ich, ausgewählt, aller Benutzer. Dann mal runtergebrochen als Linie. Hier zeigt er mir natürlich jetzt nicht mehr alle. Was ist denn bitte das für ein User, der da ganz, ganz oben mit 20.000, nee, 2.000 Tweets am Tag. Das ist ja verrückt. Irgend so ein Bot wahrscheinlich. Verrückt hier. Wahrscheinlich hat jetzt mit irgendeinem Punkt sein, wo er ist. Oder ich musste mal F5 drücken.
Also, wenn du mir so viele Ja, Anzeigen. ne? Wenn du hier ganz oben guckst, ne? Da ist ja Jetzt jemand, der kommt's. angeblich 2000 Tweets am Tag schickt. Oder Das pro. ist wie Cloud Storage, ne? Ich überlege gerade, kennt den jemand? Nö. Aber interessante Auswertung, ne? Das war Ich tippe schön. da mal. Könnte man ja mal nach. Wie? Ah, da muss ich ja wahrscheinlich alles wieder rausblören oder so, ne? Cloud Storage. Obwohl das ja öffentliche Nachrichten sind, Ich ne? wollte gerade Eigentlich darf sagen, man das sind ja public gepostete Nachrichten das da. rausblören. Ne? Könnte mal auf die Texte gucken. Dann wissen wir auch, was der Inhalt so ist. Ne? Da haben wir jetzt aber noch keinen Machine Learning-Mechanismus hinter. Das wäre dann der nächste Schritt, um herauszufinden, was denn das prinzipielle Interessengebiet wäre. Ja, ist es wirklich wie Cloud Storage gewesen V oder war es Cloud nur Storage. Cloud Storage? Ja, man könnte jetzt die Anzahl der Follower nochmal tracken, ob die sich verändert haben, wer die meisten hat, etc. Das geht dann alles noch so. Ich gucke jetzt mal. Ich habe ja auch dafür nicht nur hier die Log-Sprache, die ich immer nutzen kann, sondern ich habe ja auch dafür eine Kachel gebaut. Und die kann man sich selbst erstellen. Das ist ganz einfach. Man pastet quasi die Abfragen mehr oder weniger in so Vorlagen rein. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und dann kann ich mir die selber bauen. Jetzt sehen wir mal, was haben wir denn drin? Zeitraum, hier oben mal auszuwählen, ist standardgemäß immer ein Tag. Und in einem Tag hat man eben 5000 unterschiedliche Benutzer, 214.000 Tweets. Lass uns mal was größer machen, ne? Weil dann macht es ja mehr Spaß. Also in einem knappen Monat habe ich gesammelt 4 Millionen Tweets mit diesem kleinen C-Sharp-Programm, was in einem Kontext einer Webseite, also einer Web-App läuft. Und dann direkt hier die Daten befüllt. Und ja, hier ist er schon wieder, ne? Wie Cloud Storage mit immerhin 34.000 Tweets. Da würde ich jetzt ja mal klapp weg behaupten, die sind nicht handgemacht. Ich überlege gerade. Wann hat man denn? 28 Tage mal 24 Stunden, 672. Aber das ist schon. Was waren das gerade nochmal? Wie viel? 400, 400 irgendwas. Durch 30 Tage durch 24 Stunden. Ah, das ist schon eine Menge, ne? Im Ja. Schnitt 1,5 Minuten ein Tweet oder noch häufiger. Aber auch interessant, ne? Hier, wo kommen die Leute her? Das sind User Places. Das ist die Angabe, die in den Twitter-Profilen mit drin steht. Also viele Virginia, USA, generell Silicon Valley etc. See all, dann kann ich auch noch weiter runter anzeigen. Ist hier nach Count sortiert. Welche Sprachen sprechen die? Und das ist ja auch spannend, ne? Also spannend ist nicht, dass es Englisch ist, hat mich jetzt nicht verwundert, aber Polnisch ist doch Polnisch, ne? An zweiter Stelle. Das ist schon verrückt, ne? Mal reingucken, man kann so ein bisschen Drill Down machen, kann das auch noch geschickter machen. Ah, ist viel mit so Xbox. Hatte ich zufällig mal gesehen, da kommt sehr häufig Xbox vor. Man müsste jetzt nochmal runter drin, wo denn das hier Lumia. Wirkt so ein bisschen nach Hardware-Werbung. Könntest du jetzt diese Daten noch mal auch filtern auf beispielsweise Geeksprech? Die Zum hast du Beispiel? vermutlich nicht erhoben, oder? Aber wir können ja mal gucken. Geek. Sprech. So? Ja, GCH, genau, ja, ja, ja. ja. 3. Tja, schau. Huh? Ja. Bleiben es 3? Bleiben 3, okay. Ah, interessant, interessant. Hey, das bist du ja. Hey. Und da unten bin ich Ja. schon wieder. Guckst dir an. Ja. Mit deiner User Location. Mit Thüringen, mit Fragezeichen. Ah, ist Ja, gut. Du hast das. in deiner Twitter-App nicht gesagt, der soll auch die echten GPS-Koordinaten Nee, senden. sowas mache ich nicht. Ah, Aber was hier schön zu schade. sehen ist, ich habe deutlich mehr Follower als der Alex. Ah. Ja, genau. Das tut weh. Sehr schön. Ja, die Zuschauer haben jetzt die Möglichkeit, das zu ändern oder mich noch weiter nach vorn zu befördern. Ja, das ist schon genial. Was man auch sieht, hoppla, Refresh gedrückt. Was man dann auch so sieht, das ist jetzt nur ein Beispiel von den Kacheln, die ich hier gebaut habe. Hier sieht man Incoming Tweets, und zwar Tweets pro Stunde für diesen Monat, den ich jetzt zurückschaue. Das sind so, ja, um die 5000. Und jetzt hier, oh, ist wahrscheinlich die Bild oder die hier dazu führt, dass einfach das Thema Azure und Co., also das, was ich folge, nochmal höher wird. Also um die 5000 Tweets pro Stunde nehme ich auf mit so einem simplen C-Sharp-Job, der in einer Web-App für ein paar Euro läuft und den Log-Analytics-Container.
Sehe hier nochmal die Anzahl der Unique Users pro Stunde. Ah, ist natürlich weniger. Aber auch, ja, interessant, schon so 2 bis 4.000. Und dann habe ich hier noch einen Gag erlaubt. Ich wollte mal herausfinden, wer von den Benutzern hat denn echte Geokoordinaten, also Latitude, Longitude, also GPS enabled. Und da sieht man leider, das sind sehr, sehr wenige. Ne? Das sind so um die 30 Leute rum, die mit echten Geodaten senden. Was aber natürlich spannend ist, wenn man die auswertet pro User. Und das mal, da Das kannst ist du ja fast Bewegungsprofile erstellen Geoprofil. quasi, ne? Ja, genau. Könnte man, also irgendeiner wird das tun, aber warum sollte man das, ne? Ja, macht man ja nicht. Genau. So, was habe ich denn noch gemacht? Also das andere, das würde ich jetzt eher als nicht in echt zeigen können. Dafür müssten wir live irgendwo stehen. Was ich mal gebaut hatte vor einer Zeit hier, so im Winter, das so kalt war, in meinem Man Cave hier unten im Keller, im Arbeitskeller, da ist so ein Blick drauf. Da sieht jetzt schöner und netter und heller aus, als es wirklich ist mit dem Blitzlicht. War ein bisschen kühler gewesen. Da sieht man hier, ich habe hier so einen kleinen Chip, der ist wirklich winzig klein, also eine kleine Platine. Und auf der Platine ist der Chip selber, das ist der kleiner hier. Das ist ein ESP8266 und das ist ein Chip, der Wi-Fi sprechen kann. Und zwar ganz normal, Wi-Fi kann sich verbinden mit meinen hier abgesicherten WLAN hier im Hause. Und der kann nicht nur damit kommunizieren, sondern er hat auch IO-Ports, die ich hier nutzen kann. Das sieht man in dieser wilden Verkabelung. Und was hier noch dran hängt an diesem kleinen Chip, der ein System-on-a-Chip ist, der also programmierbar ist in der Arduino-mäßig mit dieser Sprache, also letztendlich C, hängt hier ein Sensor dran und das sind Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler. Und die Daten, die der ermittelt, sendet dieser Chip direkt an den OMS, Log Analytic Workspace, und hinterlässt dort die Daten. Und ich habe mal das aufgezeichnet, wie ich den damals programmiert habe. Hier sieht man so einen Blick auf diesen Sketch-Editor, den man auch für Arduinos auch benutzt. Der kann auch eben mit diesem Chip umgehen. Und hier sieht man den Code, der ist in C. Hier sieht man auch, ja genau, das markiert die Customer-ID, darunter wäre der Shared Key, der nach rechts rausgerückt ist, um mit dem Workspace zu sprechen. Und dann flash ich hier den Chip. Das sieht man unten durchlaufen mit dem Uploading. Da wird also das Programm auf diesen Chip geschrieben. Das ist so voll wie in den 90ern ist das noch, aber macht irgendwie Spaß. Und jetzt komm, lauf ein bisschen schneller. Und was ich jetzt hier aufgezogen habe mit COM4, das ist ein Debug-Log. Da sehe ich quasi, was der Chip macht, wenn der jetzt gleich startet, sein Programm geladen hat. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Du leidest aber auch schon so ein bisschen unter Langeweile zu Hause, oder? Da war der Winter, jetzt muss ich ja wieder in den Garten. Ne? Ich muss halt ein bisschen zurückstehen. Und da sieht man, der ermittelt halt die Daten. Man kann das ja schon sehen, auch als JSON, Sensorname, Data Value 17,9 Grad hier unten. Und das ist eigentlich immer so kalt. Ich halte es da den Arbeitskeller an der Stelle auch nicht. Etwas weiter rechts würde jetzt auch noch die Humidity stehen, die Luftfeuchtigkeit. Und da sieht man, wie der das sehr schön hochschickt hier mit Upload Data to HTTPS etc. Das ist dann tatsächlich der Log Analytics Workspace, den ich dafür benutze, wo die Daten hin transferiert werden. Ist die Temperatur gerade höher gegangen von 19,3 auf 20 Grad dran. 20,3 Grad habe ich gerade drauf gepustet gehabt, um zu zeigen oder zu simulieren, dass da auch was passiert. Und macht dann hier eine Auswertung auf den Log Analytic Workspace, wo die Daten dann hin transferiert werden. Und da kann man das so ein bisschen erkennen, wie er das aufzeichnet. Das sieht man auch so dann, wann ich abends so was mache an der Uhrzeit, so ein bisschen. Und das ist es eigentlich gewesen. Ich glaube, sonst kommt da gar nicht mehr. Außer, dass ich glaube, ich gleich nachher noch zeigen will, wie dann die Echtdaten auch dann da ankommen. Ich sagte ja gerade, man kann auch eigene Tiles und Views erstellen. Ich würde das vielleicht einmal kurz beispielsweise machen, indem ich nochmal wechsle auf den Workspace. Hier haben wir den von der Twitter-Auswertung. Mal ein weiteres Fenster auf. Wir sagten doch eben, wir suchen nach Geeksprech. Genau. Machen wir das doch mal. Wenn wir uns eine Kachel erstellen, dann ist meine Vorgehensweise, ich mache mir erstmal die Abfrage, die ich haben möchte. Und die benutze ich dann weiter.
Typ gleich Twitter Data CL und ich spreche. Dann habe ich hier eine Abfrage und die nehme ich. Gehe hier hin. Jetzt kann ich entweder, oh, machen wir es mal ganz von vorne. Ich mache jetzt eine neue Kachel mit dem View Designer, der ist immer mit hierbei. Und mache zum Beispiel, möchte, hier habe ich die Vorlagen, die Templates, die ich nutzen kann für diese erste Kachel. Und das, was dahinter liegt, wenn ich auf die Kachel klicke, das finde ich hier als Vorlagen mit drin. Aber ich brauche eine Kachel. Nehmen wir mal hier diese Anzahl, also dass er mir eine Zahl anzeigt und nenne die Geeksprech und sage dann, hinterlege dann hier die Abfrage. Close, speichern und dann habe ich hier schon meine erste Kachel. Boah, tatsächlich. Das ist so einfach, das verstehe sogar ich. Das ist so simpel, ne? Das macht so einen Spaß. Man kann halt natürlich dann sehr komplex auch noch treiben in, also das nächste wäre natürlich, was man hier kann man noch Tabellen und Kurven etc. machen. Nehmen eine raus. Das wäre das quasi dieser erste Drill Down. Die nehmen wir jetzt mal Geek-Sprech-Count. Was ich auch ganz cool finde, ist, man sieht jetzt auch links, wie easy du dir die einzelnen Vorlagen auch zusammenklicken kannst. Ne? Das heißt also, wie du das grafisch aufbereiten willst, obliegt da quasi dir und du kannst jedes Dashboard genauso gestalten, wie du das halt für richtig hältst. Und somit werden auch verschiedene Dashboards für verschiedene Anwender oder Anwender eben auch denkbar. Ne? Ja, das ist sehr simpel. Hüppla. So. Ich gucke mal, ob ich das aus dem Stand so blind hin. Nee, so blind kriege ich es wohl nicht hin. Da muss ich mir erst die Formel hier wieder zusammensuchen. Das könnt ihr mal machen und dann befülle ich die. Das ist sehr einfach. Wir können mal aus denen rausgehen. Da sieht man vielleicht mal ein paar komplexere, die ich gebastelt hatte. Hier ist übrigens da, wo mein IoT-Device hin postet. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das hat nur ein Device. Da könnten ja Millionen hin posten. Aber so viel habe ich jetzt gar nicht auf Vorrat. So jeden Quadratmeter mit abdecken. Auch diese, die ich hier mache, das ist ein Beispiel für die Citrix oder RDS-Analyse für ganz Umgebungen. Wo gehe ich das mal rein? In die Prozesssicht. Da werden die ganzen Prozessdaten aufgezeichnet und auch abgebildet, wer was benutzt, welcher Prozess, wie viel Speicher, wie viel Memory benutzt. Und da gehe ich mal rein. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ist auch anpassbar und auch erweiterbar. Und dann habe ich das hier benannt, einen schönen Titel gegeben. Habe hier gesagt, Untertitel in Prozent CPU. Meine Query mit angegeben, nämlich hier soll er alle Daten außer den System-Idle-Prozess anzeigen. Und zwar den Durchschnitt der prozentualen Prozessorzeit kopiert beim Namen des Prozesses. Und dann ist das die Definition für das Line-Chart. Und in dem Fall ist die Liste selber nahezu identisch konfiguriert und habe hier noch die Sparklines mit aktiviert. Das ist, dass ich hier diese Hügelchen sehe, wann denn was gekommen ist. Hilft mir mehr als nur einen einfachen Durchschnitt zu sehen. Aber genauso einfach und so simpel ist das Zusammenstellen. Man muss einmal so ein paar geschickte Queries rausbekommen für das, was man haben möchte. Fügt die ein und dann ist man eigentlich an der Stelle fertig. Ist cool, ne? Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ziemlich cool, ja. Ja, man kommt dann schnell zu Ergebnissen und das ist ja auch wirklich, wirklich ansehbar. Ne? Man klickt drauf, das kann man ja fast jedem Manager zeigen. Die wollen ja genau sowas sehen. Und eben mit der Funktionalität, dass man eben noch mit reindrillen kann. Ich habe, glaube ich, irgendwo, wo macht das denn Sinn, das zu tun? Auf Prozesse. Ich suche jetzt mal den Chrome aus. Und guck mal, wie kommt denn hier der Chrome zu dieser Auslastung quer in der Umgebung? Mache einen Drill Down, das kann ich auch hinterlegen, wie das dann sein soll und sehe dann, wer denn zu dieser Auslastung, zum Beispiel hier des Prozesses Chrome-Exe, auf welchen Server oder welchen Computer und welcher Benutzer dazu beigetragen hat. Und sehe dann die ganzen Daten an der Stelle. Und ich glaube, da muss ich nachher dann doch ausblurren. Besser ist vielleicht. Ja. Ja, sollten wir hinkriegen. Und
Ja, ich glaube, das war es dann sogar schon fast, Ich ne? wollte gerade sagen, wir sollten auch langsam Jeden in Fall. Richtung Ende, sonst haben wir nämlich Genau. ein bisschen viel Zeit. Was halt sehr beeindruckende Demo, sehr beeindruckender Vortrag. Vielen Dank, dass du uns so einen guten Einblick in diese Sparte von OMS nochmal geliefert hast und was damit machbar ist anhand dieser vorzeigbaren und auch für uns verständlichen Use Cases. Hat super gepasst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, super. Ich danke euch. Vielen Dank. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.